Hallo ihr Motorradverrückten! Ergänzend zu den euch bereits bekannten Demontage- und Montage-Videos gibt es hier eine kleine Videoserie, die euch den Inhalt der Reparatursätze von Keister näher bringt. Also ich zeige euch, was ist drin, was wird wofür gebraucht. Heute geht es um den Reparatursatz von Keister für die Suzuki GSX 750F Baujahr 98 bis 2006. Im Reparatursatz enthalten sind die Teile für einen Einzelvergaser, ihr müsst also viermal bestellen. Und ich zeige euch, was hier enthalten ist. Und zwar haben wir hier als erstes ein schickes nagelneues Schwimmernadelventil, schon fertig mit dem O-Ring bestückt. Das ist hier das Zuflussteil und das ist das eigentliche Nadelventil. Und dann haben wir hier ganz oben die Dichtung für den Schwimmerkammerdeckel. Und zu den O-Ringen, die hier dazugehören, habe ich mal die entsprechenden Bauteile hingelegt, weil das kann man hier leicht verwechseln. Hier müsst ihr sehr genau hinschauen, dieser und dieser sehen fast gleich groß aus, aber der links ist etwas größer, der rechts ist etwas kleiner. Zur Not einfach mal Messschieber dranlegen. Etwas größere sitzt hier auf dem Düsenstock der Hauptdüse. Ja. Der etwas kleinere sitzt auf diesem Kunststoffstopfen, der im Schieber sitzt und dort die Teillastnadel in Position hält. Jetzt gehen wir bitte ganz nach rechts. Der ganz große sitzt hier vorne auf der Verschraubung vom Schokolben. Und dann gibt es hier noch zwei kleine. Der ganz, ganz kleine und dünne sitzt auf der Gemischeinstellschraube, also auf dieser kleinen Schraube mit dieser dünnen, langen Spitze. Und dieser etwas dickere hier, das zeige ich euch ja am Vergasergehäuse, der sitzt hier in dieser Aussparung. Obwohl hier jetzt auch keine Leitung drunter ist, könnt ihr den dort hineinlegen. Ja Leute, damit seid ihr im Bilde. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn es Fragen dazu gibt, dann hau in die Tasten, schreib gerne einen Kommentar oder eine Mail. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.